Ich bin mal wieder mit meiner Lieblingsbeschäftigung beschäftigt. Erstmal Hörgerät runterklappen. Was kostest du denn jetzt? Steht nicht drauf. 10 Euro oder Dingen? Nee. Glaube ich aber selbst nicht. Master. Aber irgendwie brauche ich Käse. Käse. Na, wie habt ihr die Nacht überstanden hier? In dem Schneechaos. Boah, da fallen mal 3 Schneeflocken und schon ist alles Chaos. Irgendwie ein Käse brauche ich. Butter. Ich meine, ich habe zu Hause noch Käse. Ne? Ich habe noch Käse. Unnötig. Dann brauche ich jetzt Bagatellen. Ja, ich mache jetzt heute mal nicht selber, aber wie sagt man dazu? Ich mache jetzt mal ohne gehacktes. Soll ich die oder soll ich die? Wo sind denn hier? Da sind. Oh, boah. Ja, die haben mal 2,99 gekostet. Na, ich will die jetzt auch nicht mehr. Die kosten jetzt anders. Die kosten teurer. Machen wir aber dem Angebot Wurstfleisch. So einen kleinen Potenschenkel da. Oh. Aber den ganzen Ober- und Unterkeule dran. Also, oh. Das ist natürlich mal wieder was, ne? Ja. Ey, im Moment ist das ganz schön arschkalt, ne? Ja, wie gesagt. Ja, dann fallen 3 Schneeflocken. Ja, und ganz Deutschland zerfällt in Chaos. Ja. Ist ja richtig, boah, Wahnsinn, ey. Ja, was kostet ihr denn? Heute ein Dutzend billiger, weil, warum? 1,49, was steht da? Achso, das ist Bier. Ja. Bier. Eine Runde Bierchen. Ja, ich will heute ganz was Einfaches machen. Ich mache heute nicht so einen Geschiss, weil ich habe nicht jeden Tag Lust. Hat, habt ihr aber mit Sicherheit auch nicht. Ja. Und warum soll man sich denn bekloppt machen, ne? Oder? Jeden Tag. Na, heute ist ja hier bei Brutto richtig ruhig. Kaum einer da. Da kann ich ja heimlich einkaufen. Nein, ich mache keine Dummheiten. Ich bin immer lieb. Ich kenne das gar nicht. Ja, ich war auch mal Ladi. Nee, kein Ladendieb, sondern Ladendetektiv war ich. So, warte mal hier, ich wollte doch irgendwas. Irgendwas war doch hier. Ja, ich warte ja auch noch auf die Käsegase. Jetzt überlege ich da eine Käsegase. Nee, Gase, kennt ihr ja. Das ist so ein Tuch, ja. Wie so ein Verbandsgase, so ein offenporiges, so ein grob gestricktes, ne. Und da brauche ich, das haben die Kleinen, Küken wollte das machen und Niki auch. Und da wollten sie mir so ein Tuch machen, dass ich Käse machen kann. Ja, ich, mache auch ganz gerne mal einen Käse selber. Warte mal, Salatkräuter. Ja, das war mal 99. Jetzt kostet das schon 20 Cent mehr. Schön ist das nicht. Ich mag sowas nicht. Aber irgendwas Dill. Guck mal, von den Billigsorten. Da, was ist das? Basilikum. Oregano. Nee, wisst ihr? Die haben, und dann sorgen die dann, die haben nicht immer alle Gewürze da, ne? Ja, dann haben sie das Nötigste. Ja. Und dann bist du gezwungen,
Ja, von der teuren Firma zu nehmen. Nichts anderes wie das Billigzeug. Ja, Dill zum Beispiel. Wenn ich jetzt Dill brauche oder so für Fisch, dann geht das gar nicht. Schöne Sachen haben wir hier. Aber was habe ich denn da hier für ein Ding? Mit Nachtlicht. Oh, guck. Yay. Starbelly. Da kommt das Nachtlicht raus. Ja, Küken hat ja ihre Bettseite schon alles voll. Ja, ganze Decke und Wand mit so leuchtenden Bildkuss Partyspiele Sammlung, das Original. Die 20 besten Partyspiele aller Zeiten. Mensch, ärger dich nicht. Ja, wusstet ihr das ganz zu Anfang, wo das Spiel Mensch, ärger dich nicht rauskam, dass das Mensch, ärger dich hieß? Mensch, ärger dich? Ja, und dann hat man das noch geändert, hinterher noch schnell. Ja, Mensch, ärger dich nicht. Ja, hat ja auch, das Spiel hat ja auch vier Ecken. Ja, und in jede Ecke passt ja dann ein Board. Und dann hat man das so schnell noch, ja, noch gewandelt, gedreht, gemacht, getan. Ich bräuchte eigentlich so viel oder einiges. Ja, ich brauche ja nicht nur Frikadellen und Fritten. Ja, ich brauche ja eigentlich auch, wie heißt das? So Zewa Wischiwoki. Ja, so Küchenpapierrollen. Guck mal, da gibt es sogar in Recycling. Die sind sogar braun. Was haben die denn da genommen? Altes, gebrauchtes Klopapier? Na guck, so schön in beige-braun, so. Ja, von wegen Recycling, ne? Recycling. Ah, ich frag ja nur. Ah. Nee, aber mein Auto will mal wieder nicht anspringen. Ja, das hat nichts mit der Kälte zu tun. Allgemein ist die Batterie kaputt. Und wenn ich die jetzt, sag ich mal, aufgeladen habe, kann ich so wieder 2 Wochen fahren und dann entlädt die sich wieder. Ja, das hat schon aber mit der Jahreszeit zu tun. Ja, wenn du Batterieverlust immer hast, dann liegt es daran, dass du einmal schnell hier schon morgens, mittags und abends schon Licht anmachen musst, ne? So. Und da verbraucht sich das halt sehr schnell. Ich habe keine Diodenlampen. Das sind ja normale Glühbirnen. Oh, Tannenbäume gibt es auch schon. Tannenbäume. Ach ja. Ich muss auch noch mal gucken, was ich heute alles so mir so leckeres zaubere. Ja, ich will irgendwie Barbecue-Sause. Was habe ich denn da alles schöne? Knoblauchsoßen habe ich genug. Ah, Mayonnaise geht nicht. Ja, geht schon, aber ja, zu Hause ist noch genug da. Und was habe ich hier? Kerzen. Für den Weihnachtsmann seinen Baum. Was ist da schönes? Fließdecke. Ach, ich muss ja auch noch Süßkram haben. Kommt ja bald die Stiefelzeit, ne? Kennt ihr die Stiefelzeit? Wenn man die Stiefel vor der Tür stellen muss, muss ich gleich nochmal gucken. Da bin ich vergessen. Dann kommt der Weihnachtsmann. So. Ja. Ja, wie gesagt, heute, ja, man ist immer so manchmal, ja, so diese TV-Köche, die sprühen ja eine Energie aus, ne? Ich weiß nicht, was die für Vitamintabletten, Spritzen kriegen, ja, dass die dann so, boah, super, heute kochen wir ganz was Schwieriges und morgen noch schwieriger. Ja, nee, also Menschen, Leute, geht nicht immer, ne? Also, da, Entschuldigung, ich habe euch mal eben kurz beiseite gelegt. Ach, guck mal da. Kaffeesahne 12%. Ich liebe
Kaffeesahne, wenn... Nee, ich nehme nur einen mit. Ich habe, wie gesagt, das Auto, das springen wir ja nicht an. Und dann ist das immer blöd. Dann brauche ich das nicht. Na Junge, was machst du? Ja, ich war damals, wie gesagt, Ladendetektiv. Und ja, solche Sachen, mir fällt das immer sofort auf. Also ich sehe das immer, dann laufen die Leute rum, interessieren sich nicht für die Ware, gucken so rechts und links und über der Ware vorbei. Ja, und letztendlich sagt mir das dann immer, ja, die sondieren, schauen, ja, wo ist der Verkäufer oder ist da eventuell sogar ein Ladendetektiv oder, ja. Und dann, daran erkenne ich das sofort. Ja. So ist das. Hatten die Inventur gehabt oder was? Auf die Kartons sind überall Zahlen drauf. Das sieht nach Inventur aus. No. Hier sind immer so extra Zahlen. Na, guck mal hier. Erkenne ich das immer so. Ja, 12. Das ist meistens Inventur. Ach ja. Heute habe ich hier schönes Fleischwurst. Ja, aber das Pfotenbein, das interessiert mich. Bodenkeule, was kostest du denn? Ich guck mich dich mal an. Oh Gott. Oh, nee. 10. 10,72. Ja. Jede Menge Kilo. Jede Menge Kilos dran. So, jetzt muss ich mir gleich die Pommes greifen noch. Den wollte man nicht so. Ich habe ja mal Hoffnung, dass Niki gleich hier so um die Ecke kommt, den Laden hier stürmt. Oh. Da ist er. Kati. Badam, badam. Die dicke Fritte. Ja, die dicke Fritte, das ist schon ganz was anderes. Schmeckt besser. Kaninchen, ganzes Kaninchen. 10 Euro, aber die sind immer so klein. Die sind immer so mini-haftig. So, jetzt muss ich hier mal gucken, ob ich da so. Also die Auswahl, meine ich, war vorher irgendwie besser. Ja. Irgendwie war die vorher. Die Auswahl um einiges größer. Was?
Das ist auch noch. Könnte alles sehen, alles übersichtlich, gut. Ja, ich krabbel auch am Boden rum, um den Kreis zu gucken. Naja, war mal ein Versuch. Frühstücksfleisch ist auch immer schön. Da kann man auch was Schönes draus machen. Jetzt renne ich hier schon wieder wie so ein Irren hier rein und raus und hoch und rund. Ach so, ja, siehst du. Morgen kommt der Weihnachtsmann.
denn hier Schönes? Drei Teller. Hübsche Teller. Weihnachtsteller. Ja. Was habe ich denn hier für einen Klotz? Kilo. Original irische Butter. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Kilo 5,98. So, wo steht das? Pongdong. Das ist jetzt ein Kilo. Kilo Butterstücke. Klötze. 5,98. Jetzt geht man rüber und schaut sich dann die anderen von den günstig an. Ja. Kerrygold. Günstiger. Also wenn da jetzt kein Raps mit drin ist, dann ist das wirklich günstiger. Dann sollte man zuschlagen. Das sind so richtig Klötze. Warte mal, Kilo 5,98, das ist doch wirklich günstig. Ach nee. Nee. Das ist noch 500 Gramm, dann passt das nicht. Dann wird es teurer sogar. Ne, oder? Quatsch. Was rede ich denn da? Ne, ist doch günstiger. Ja, hier ist der Klotz. Original irische Butter. Na? Was ist denn da? 500 Gramm. Kannst du erkennen? Ja. Oh, ein Klotz nehme ich mir mit. Muss gut sein. Morgen kommt der Osterhase, pack dich an dein rote Nase. Ja, kalt, ne, wirklich kalt. Da kriegst du echt eine rote Nase. So. Mann, ist das bäh. Kann ich echt nicht gebrauchen, sowas. Kalt, Wetter. Ne, ich mag das nicht so. Ich hab lieber warm, aber dann bitte auch nicht so schwül, ne? Was habe ich denn hier? Mega Bomboxen. Ja, das sieht immer so aus, als wenn da auch noch Bomboxen. Ja, gewinne eine von Mega Bomboxen. Als wenn der da mit drin ist. Ja, dann steht ja mal einer bei 10 Stück plus einer gratis. Ja, dann nehme ich mir den einen gratis immer raus. Den nasche ich dann weg. Ja, oder ich lege die einzeln immer auf ein Kassenband und sage nicht berechnen, die waren gratis. Nein, mache ich nicht. Weil das wäre ja, das ist auch Diebstahl, Leute. Guck mal, es gibt jetzt hier so Kugeln. Ja, so Kugeln. Das soll wohl für die Kaffeemaschine sein. Espresso, mein Gott. Lösen die sich wenigstens auf? Coffee B. 99 Tacken. Ja, aber guck mal, jetzt müsst ihr mal auf den Kilopreis achten. Was zahlt ihr für ein gutes Kaffee? Für einen guten Kaffee? Ich zeige euch mal einen guten. Ja, zack. Jetzt guck mal hier auf den Kilopreis. Na? Hier nochmal Kilo. 12,98. Das ist ja schon der beste Kaffee. Ja. Achtung, also passt alle so für ein Kilo Kaffee, Leute. Da ist mir die Maschine scheißegal. Richtig scheißegal. Weil sowas brauche ich nicht. Ich brauch doch nicht eine Maschine, die mir das Geld aus der Tasche noch saugt. Das will ich nicht. Guck mal hier, was habe ich denn hier? Das sind so kleine Wrapse. It's a low carb. Hick Vierbere. Kann ich nichts mit anfangen. Keine Ahnung, was da ist. Vierbere. Komisches Deutsch. So, was ist das denn? Protein. Was ist das hier Schönes? So Vollkorn. Lower Carb. Kohlenhydrate. Mandelhörnchen.
Plätzchen backen, ne? Das ist bei uns hier immer so. Jetzt sind wir schon mit 3 Leuten, aber ich kriege dieses Jahr wieder keine Weihnachtsplätzchen. Mit 3 Leuten, also ich, manchmal kann ich das nicht so lange mit dem Kneten, da muss ich immer gucken, dass der Teig ein bisschen, ja, fließend ist, also dass er weich ist, ne? Und sonst kommt das mit dem Rheuma, und weil der Plätzchenteig immer sehr kalt ist oder sehr kalt zubereitet, Blumenkohl 3,79, ja, sehr kalt zubereitet werden muss. Und ja, und dann habe ich natürlich ruckzuck, dann kriege ich die Finger manchmal gar nicht mehr so, ach Gott, oder ich kriege, das tut dann so in den Knochen weh. Und das brauche ich nicht, das ist nicht schön. Ja, und dann habe ich das so ein bisschen, ja, aber was willst du machen, ne? Ja, es gibt diese, sag mal schnell, diese Kekse da zum, so Würste, wo man da so Scheiben abschneidet. Das ist ja schon eigentlich auch eine ganz gute Lösung. So, aber das ist schweineteuer. Ja, da zahlst du richtig dicke Kohle, ja, damit du da ein paar Kekse hast zu Hause. Wo du sagen kannst, oh, die habe ich selbst gemacht. Dabei hast du die gar nicht selbst gemacht. Die kommen aus der Tüte. Du hast die höchstens Snowguard mal selbst geschnitten, ne? Selbst klein geschnippelt. Lieblingsbohnen, oh mein Gott. Na, die haben alle Bezeichnung für ihre Waren. Ah, pure feuchte Tücher. Auch nicht schlecht. Ja, ich nehme ja immer gern feuchtes Tötti-Papier, obwohl das ja gar nicht so gesund ist, ne? Also für die Umwelt, ne? Man soll's ja nicht. Was soll das denn jetzt heißen? Ja, das macht mich. Produkt enthält keinen Kunststoff. Ja, ins Klo darf es nicht schmeißen, aber ins Meer für die Schildkröten, oder wie soll ich das verstehen? Boah. Manchmal. Ja, warum steht jetzt hier zum Beispiel um Klopapier? Vegan. Veganes Klopapier. Da müsste doch eigentlich auch draufstehen. Jetzt gibt es doch schon alles. Ey, yo, ich habe ein, was war das? Ein veganes Hotel. Ja, ein veganes Hotel habe ich irgendwo gesehen. Ja, ich wollte das eigentlich, aber ne, ich kann das nicht fotografieren für euch, weil sonst urheberrechtliches Gedöne, wisst ihr ja, kennt ihr ja das ganze Gemüll da. Ja. Flüssigseife. Ja, die ist vielleicht ein bisschen teurer. Ja, ansonsten. Ja. Auch nicht, das nicht. Warte mal, da ist es nicht. Intensive Pflege fürs Haar. Oh, ich brauche ja auch intensive Pflege für mein Bart. Schabadu und Schabada. Klassisch. Klassisch. All in ohne. All in ohne. Ach ja. Schöne Schuhe hier noch. Was habe ich hier? Schweiger. Ein Steckdosenradio mit Bluetooth. Ja, das geht irgendwie immer nie. Für Bad, okay. Euch nur. Haben wir nicht irgendwie einen angenehmen Joghurt hier mal für von etwas günstiger? Was ist das eigentlich hier? Quarkcreme, und das ist
This is not Joghurt. Bin pflanzlich. Vegan. Da steht aber nichts von vegan drauf. Oft länger gut. Steht da aber zuckerarm, Ballaststoff. Da ist es. Ja, das wird dann immer etwas weg, ne? Da, siehst du da oben, vergleich mal. Reich an Protein. Ne? Und da ist das. Da ist das. Oh, nee. Lass mal. Wenn du Candy Crush Saga spielst, kriegst 200 Punkte und Deutschlandkarte. Das ist doch gut. Das ist doch richtig gut. Weiß man nicht wozu, aber ja, ich habe immer so viele Punkte, ich musste schon wieder gucken, dass ich sie loswerde. Schreiben sie einen immer an. Ah, sie haben zu viele Punkte, sie müssen aber schon langsam aber sicher welche ausgeben, sonst verfallen die. Blödsinn. Das Muffeln. Das schwimmt schon wieder. Boah. Es schwimmt schon wieder das Wasser. Was soll das eigentlich immer? Da wird das Fleisch mal vollgepumpt mit Flüssigkeit, mit Wasser. Ja. So, ich habe jetzt ein bisschen Süßkram. Ich hätte gerne was anderes, aber Hülleken, so ein Dösiken. So, was habe ich hier Schönes? Wärmepflaster. Hier an. Das ist jetzt so, da, das ist, das sah jetzt aus wie irgendwie ein, was man so sich in ein Fleisch reinmachen kann. Ja, und wenn ihr da auf den Preis guckt, boah, abartig. Ja, ganz ehrlich, damit kriege ich, wenn ich jetzt so ein bisschen oben drauf kleckern würde, das war als allererstes weg. Ja, aber das ist ja himmelschreiend, ist das, ne? Bah! Ja, die wissen genau, du bist Liebhaber von dem Tier, ja, und du gibst alles. Und da wüsste ich was von. Deswegen kriegen die auch gute, vernünftige Leckerchen auch vom Tisch. Ja, ich weiß, das geht natürlich vielen wieder am Senkel. Oh, Tisch, das ist nicht gut. Da ist Salz drin. Ja, hier ist da Salz drin. Was meinst du, was denn alles da drin ist, was du da die Katzenfuttertüten und Dosen da kaufst? Aber 1,49? Ja, das ist ja abartig teuer. Ja, die Würstchen, ganzen Euro teurer geworden, wenn ich so gucke. Ja, also die Preise, die sind einfach nur noch zum ja, Finger im Hals. Ja, also da kannst du wirklich nicht mehr. Ach so, ich wollte ja eigentlich nach die Dinger gucken, nach die Fertigteig-Dinger da für Kekse. Weil ich werde auch dieses Jahr wieder keine Kekse kriegen von meiner Family. Schade. So, lasse ich mal die Karre da stehen. So, wo könnten die sowas haben? Hier nicht, da nicht, dort nicht.
da ist sowas hier. Hier. Nuss-Zimt-Plätzchen. Nuss-Zimt-Plätzguss. Schwarz-Weiß, das sind so Sterne. Was ist das? Guck mal hier, das sind auch so. Schwarz-Weiß. Ja, aber da hast du 300 Gramm. Ja, was ist das denn? Da gibt 30 Plätzchen. 30 Plätzkes. Ja, ich hab doch lieber die Hausgemacht, ne? Ist doch schöner. Was ist das hier? Nordsee Bremer Fischfrikadelle. Käse mit was drin. Bio-Ziegenfrischkäse ist auch was drin, ne? Kräuter. Light. Ne. Mango Maracuja. Ne, ist das einzige. Ne. Ne, gefällt mir alle nicht. Alles Quatsch mit Soße. Draufsteht, könnte ja hier eigentlich auch draufstehen, ne? Weiße Riesenbohnen in Tomatensauce, da habe ich doch schon gehört, aber 2,29, boah. Nee, ganz ehrlich, ich bin mein Geld nicht böse, ich schmeiß das nicht einfach so raus. Tortilla, wenn man so einen Kontaktgrill hat, ne? Hier so diese Tortillas, ne? Da kann der mal schön, da macht er mal Käse rein, eine Scheibe Wurst, ja? Oder das, was so noch über ist, vom Rinder, Schweinebraten, rein, Käse drauf und dann zuklappen, ja, wie so ein Briefkuvert oder so und dann ab in Kontaktgrill, ja? Vielleicht ein paar Kräuter rein, ein bisschen was Grünes, Salat. Ja, das schmeckt schon gut. Schon lecker. Winterzauber. Auch nicht schlecht. Aber das ist mir. Ja, das ist so Rübenkraut mit Apfel. Was ist das denn noch? Schlehe. Und Spekulatiusgewürz. Wildgulasch. Kneckebrot. Steht auch immer drauf, bitte nicht im Toaster. Ah, auch noch vegan. Nee. Alles der ganze vegane Quatsch da. Achso. Ja, noch mal gucken, ob ich das jetzt noch mal sehe, weil das war glaube ich noch ganz günstig. Da ist es. Da nehme ich auch zwei. Für alle Flächen.
ist Schwammtuch, Spül- und Wischtuch, Bodentuch, Cockpitpflege. Ja, ich suche eigentlich so Oma hat immer gesagt, Waschlett. Ja, Waschlett. Ne? Damit meinte sie so in diesen Wischi-Waschi-Lappen. Ne? Guck mal hier. Ja, so weit, hier so. Ne? So, ja, aber das war so aus Stoff. Blau, grau, rote Streifen waren, ging da durch. Ja, und das war dann so zum Geschirrspülen. Ne? Ich meine, ich benutze da auch sehr gerne die Schwämme, obwohl ich da eigentlich immer, man hat ja die gelbe Seite und die grüne Seite, ne? So, und ich benutze eigentlich grundsätzlich immer die grüne Seite, weil die schwuppt dann über die Tasse schön und macht auch sauber. Und das Gelbe, das bleibt immer so haften, ne? Das kriegst du nicht so schnell hin und her geschoben. Ja, das ist... Bin ich kleinlich? Ja, ich bin kleinlich. Nee, das brauche ich nicht. Tagespflege. Cool. Ach ja, was ist das mit Aftershave Balsam? Aftershave Balsam Classic Fresh. Fresh Out of Toilette. Ja, ich muss aufhören. Classic. Gentleman, ach weißt du was? Ich rasiere mich gar nicht mehr. So, hör auf mit Rasieren. Rasieren ist eh doof. Ja, ich kann jetzt nichts einkaufen hier. Da muss ich Küken Bescheid sagen, dass die großen Katzenfutterdosen mitbringt. Ah, was ein Ärger immer, ne? Ach, mach. So, Leute, ich gehe jetzt Richtung Kasse und dann nach Hause. Das lange Laufen, das ist gar nicht so gut. Ja, das bekommt mir nicht. Und dann muss ich abkneifen. Abkneifen. Eine Tüte Chips. Paprika Chips. Crunch. Auch teuer, ne? Für so viel Luft drumherum. Eine Tüte Chips. Ne, die waren nicht so gut. Ja, ich hatte so scharfe mit Chili. Ich mag gerne Chili, ne? Also nicht, dass er denkt, ich bin zu empfindlich oder so. Ne, aber dieses Chili, das schmeckte auch nicht so gut. Das schmeckte so mehr so komisch. Tasche habe ich, ja. Passt doch alles rein, super. So. Jetzt muss ich gucken, Mr. Salty. Ach ja. Walnüsse. Walnüsse, da kann man Kekse draus machen. Wie gesagt, keiner macht mehr Kekse. Ich bin so ein bisschen traurig. Küken gefragt, nö, keine Lust. Aber fährt dann irgendwo hin nach einer Freundin, wo sie Kekse backen. Ja, macht mich ja so ein bisschen traurig, ne? Ach ja, Nudeln brauche ich nicht. Also alles jetzt Ballast. Ich muss jetzt nicht so schwere Klamotten tragen. Brauche ich hier was von? Senf habe ich. Ach ja, ich habe einen ganzen Kübel, einen ganzen Liter Senf wieder besorgt. Ja gut, also ich habe jetzt gesagt, ich bin dann erstmal wieder raus. Ich wünsche euch was. Tschüssi, macht gut. So. Ich mache mich jetzt auf den Heimweg. Ich hoffe, ich überstehe den Heimweg ohne Auto. Ja, ist schon natürlich ganz schön dunkel geworden. Unterwegs kann ich euch vielleicht ein bisschen Weihnachtsdeko zeigen. Ich schwenk mal rüber. Ja, jetzt. Ja, schaut mal. Gehen wir auf der anderen Straßenseite. Ja, man hat schon richtig schön geschmückt. Da sieht man, dass man sich auf Weihnachten freut.
Siehste, herrlich bunt, glitzernd. Oh, das ist schön. Hübsch. Ja, manche sind halt, ja, manche haben so richtig, geben so richtig Gas. Und dann sage ich mal, das ist so ein Wettrüsten. Ja, so ein Wettrüsten von den Nachbarn, wie die ja, immer da um den besten Platz buhlen, ja, und kämpfen, wer natürlich immer den schönsten Vorgarten hat, ne? Den schönsten geschmückten Vorgarten. Ja, ich könnte ja auch mal abends hier mal so durchmarschieren. Müsste ich mal gucken, ob Niki mitkommt. Ja, oh, guck mal hier. Bin hell erleuchtet. Schön, ne? Guckt euch das an. Ja. Oh, die Kränze, die sind ja auch schön. Nur ich mache lieber gerne hier dieses... Ja, habt ihr auch das Gefühl, dass so diese goldenen, so goldfarbene Lämpchen, dass die schöner sind? Ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht in die Wohnzimmerfenster rein filme. Ja, macht man nicht. Ja, wie gesagt, es ist ja eine schöne Zeit, besinnliche Zeit. Ja, also es ist schon, muss ich hier aufpassen, man sieht hier nie Bordsteinkanten. Ja, und immer ganz blöd ist das. Ja. Ja, wie gesagt, manche Gärten, die übertreiben das. Ja, und dann, wie gesagt, so ein Wettrüsten, ne? Wettrüsten findet dann statt. Alles macht schöner als der andere Nachbar. Ja, und dann kommt immer noch die Steigerung. Na. Ja, wie war das früher, ne? Da wurde der Tannenbaum im Wohnzimmer, ja, der wurde dann erst dann angemacht, wenn Heiligabend war, ne? Vorher kurz mal Kontrolle gucken, ob das alles in Ordnung ist, ne? Ach, hier ist auch wieder schön. Dann wird geguckt, ob die Lampen alle leuchten. Auch da drüben. Hallo. Ja, so manche Häuser sind richtig Schmuck, richtig schön. Ne? Hier ist direkt hier unter der Dachrinne. Ja. Ja, ich mag ja gerne halt, wie gesagt, die goldfarbenen Lämpchen, ne? Mit Zuckerstange. Ja, die goldfarbenen Lämpchen sind mir irgendwo ein bisschen lieber. Die sind nicht so grell in den Augen. Da auch schön. Alles wunderschön. Ja. Ja, das ist natürlich Tradition. Schon seit, ja, ich sag mal, vielen Jahren. Dass der Weihnachtsmann halt einen blauen, einen roten Mantel anhat und eine rote Hose und rote Mütze. Ja. Das ist der braunen Limo geschuldet, ne? Die hat dafür gesorgt. Ja, die braune Limo, die hat ja, diesen Weihnachtsmann kreiert. Letztendlich war der eigentlich nur braun in schlichter Farbe. Ja, braun und beige. Ja, ich muss den Rest Laub noch einkehren. Ja, da ist der Nachbarn, die schieben den Scheiß nur dahin. Und dann sagen sie mal, bei Wunders, was sie alle getan haben. Aber wenn du hier so 8 Kubikmeter Laub vor der Tür hast, ja, da habe ich aber mehr getan. Beziehungsweise wir, unsere Family.
aber nicht die Nachbarn. Oh, ich bin zu Hause. Ich bin angekommen. Ja. Da legt mich an den Tisch. Puh, ist halt anstrengend. So, jetzt geht wieder rein in die warme Hütte. Mach mal Licht. Geh mal an. Mann, ich sehe den Schlüssel dicht. Du, kommst du jetzt da mal? Ja, wenn man eine Hand nur frei hat, ja, wie soll das gehen, wenn ich demnächst am Stock gehe? Ja, ich habe ja auch so ein Gogo-Mobil da für alte Leute, ja, wo man sich schön abstützen kann, aber jemand zu Hause? Ach, hat sich hingelegt. Wenn er nicht antwortet. Na, wo ist der Lichtschalter? Yay! Oh. So, erstmal Jacke aus. Weil wenn du jetzt hier mit der dicken Jacke, ja, so durchtigerst. Oh. So, jetzt muss ich erstmal. War jetzt aus. Ja, okay. Ja, wo stelle ich euch hin? Warte mal, die Tasche kann ich erstmal hier hin. So. Niki schläft wohl. Ja, der legt sich immer ganz gern was hin, wenn er von der Arbeit kommt. Soll er auch. Habe ich gar kein Problem mit. So. Tabak und Rum. Ja, Tabak ist wichtig. Hier ist das hier. Das ist ja für den Stiefel, ne? Ist das bei euch auch so Tradition? Ja, dass ihr die Kinder zu Nikolaus die Schuhe voll macht mit Süßkram? Habt ihr das auch so? Ja, schön, ja. Also zumindest ich finde es schön. So, dicke Früchte, die kann dahin. Brauche ich gleich. Ich habe auch mal ein paar Tomaten mitgebracht. So, wo tue ich euch denn hin? Ja, ich habe schon wieder so viel Brot hier. Ich muss unbedingt gucken, dass ich jemanden kenne mit Hasen. So, hier ist Ossi-Tee. Nein, nicht Ossi-Tee, sondern Ostfriesentee. So, das bleibt hier drin. Hier ist, wie gesagt, der Klotz Butter. Ja, wenn ich auf deinen Schwanz stehe, kann das nur eine Ursache haben, mein Schatz. Ich stehe auf Katzen und auf Schwänzkes. Entschuldigung, wollte ich nicht so sagen. Klingt auch ein bisschen böse. So, jetzt das hier. Mache ich jetzt einen Knoten rein. Und dann kommt das im Schuppen. Ja? Warum kommt das im Schuppen? Damit die das nicht sehen. Weil es kommt hier der Nikolaus. Ne? Hallo, oh, hallo mein Charlie. Darf ich denn mal da dran? Mein Gott, ey. Weißt du, willst du da hochheben? Kannst dich eh schon kaum mit der Hüfte, ne? Und dann sowas. 30, ja, das stimmt. Gutscheincode, Netto Apotheke. Ab 100 Apotheke. 10 Euro Gutschein. Ab 100 Einkauf. Was soll ich denn in eine Netto Apotheke? Ich meine brutto, ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, kapiere ich jetzt nicht. Aber ich tue trotzdem mal. Ja, das sind die zwei Bönkskes. Ja, von dem. Das tue ich mal jetzt insgesamt hier am besten gleich mal so weg. Ja, ich habe immer ganz. Ich weiß nicht. Ja, mir ist das schon mal passiert. Da stand der Code für Handy bezahlen. Also Prepaid oder wie sich das dann nennt. Ja, der stand hier drauf. Und ich, Vollpfosten, schmeiß den Zettel weg, ne? Ja. Das ist, also ganz ehrlich, da habt ihr euch eine richtig scheiß Idee ausgedacht. Und hier,
Ja, wie willst du denn, das hast du jetzt, sag ich mal, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, dann geht der Toaster kaputt. Von wegen Gewährzeit oder wie sagt man dazu, Garantie. Ja, du kannst ja nichts mehr auf dem Scheißpapier lesen. Und dann soll das auch noch recycelbar sein. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich habe mal gehört, also dieses Thermopapier, da ist irgendeine Chemie drin, ja, was das die Produktion dann halt von recyceltem Papier ja zunichte macht oder nicht gut werden lässt. Ja, und man sollte es sein lassen. Man sollte das nicht im Altpapier werfen. Weiß ich aber auch nicht. Hat mir noch keiner bestätigt. So, warte mal. Ja, das ist alles, was für ein. Na, so. Habt ihr jetzt nicht gehört, weil das Mikrofon ist nicht dran. Aber ich werde das Mikrofon dran machen. Unterwegs habe ich ja nicht so, weil das Problem ist, da kommt eine Seite vom Handy, kommt da so ein Schnippi dran. Ich kann euch mal den Schnippi zeigen. Ja, hier pass auf. Und wenn der ausfällt, ja, hier, das kommt jetzt so hier an der Seite, ja, hier von dem, ja, kommt das an dem Handy dran, in den Schlitz. Ja, und dann muss ich da, ich tu das mal, hallo. Hallo. Ja, ist er, und dann muss ich den hier einschalten und dann zwacke ich mir jetzt hier irgendwo so, gucke mal, da so dran, ja. Ist das okay so für euch? Könnt ihr mich jetzt gut hören? Ich mache aber noch mal aus. Und jetzt wieder an. So, und jetzt hänge ich euch hier im Stativ. Ja, dann sehe ich immer unten, ja, steht dann halt, das ist verkehrt, dann sehe ich immer, hallo, dann sehe ich immer unten dann so eine Schrift, ja, aufleuchten, bling, bling. Und dann weiß ich, ihr habt auch Ton. Der Ton ist dabei. So. Bin ich schön? Bin ich heute hübsch? Ich bin hübsch. Ja, das war so ein schönes Set, guck mal. Auch für die Leute, die sich so da für interessieren, so, ja, Hausvideos drehen. Nicht Hausmusik, sondern Hausvideos drehen. Ja, das ist so ein Set. Da habe ich zwei so Mikrosfote. Bin ich heute wieder los. Dann war das so, ist der Sender, ja, und der Empfänger, ne, andersrum, Sender, Empfänger, ja, und das muss dann halt hinkommen. Und das ist eine schöne Sache. Nur eben, wie gesagt, das lässt sich so für draußen, für unterwegs gar nicht, ja, das funktioniert nicht. Dann hast du, ja, das Ding wird dann, wackelt dann irgendwie und schon, ja, ist dann jetzt nicht unbedingt ein Wackelkontakt, aber ja, das rutscht leicht raus und zack und wieder rein oder das verlierst du sogar. Ja, warum ist das kleine Aggregat, was jetzt da drin ist, ja, dass man das vielleicht, man hat ja auch diese Oro-Dinger da, diese Plax-Dinger da, ne, Quaxe, ja, oder wie auch immer. Warum hat man das nicht gleich eingebaut, ne? So, man hätte es ja auch gleich so mit rein stylisieren können, finde ich jetzt, ne? Oder? Ja, wie heißen sie alle, die Handyhersteller da, ne? Ja, die feiern das ja wochenlang und dann kommt ein Bühnenauftritt, was anstatt er nackt anbietet, ne? Ne? Ja, nee, also so habe ich das bald das Gefühl. Ja, so wie die Nummern-Girls. Ah, die früher, weißt du, da haben die, ich habe jetzt kein Schild. Ja, ich nehme das mal als Schild. Ah. Ja, dann sind die auf dem Boxring, im Boxring besser gesagt. Obwohl der auch blöd, ne? Boxring.
Ich habe noch nie einen runden Boxring gesehen. Doch bei den Spaniern, aber das ist kein Boxen, das ist so ein Hau mich tot, ne? Also richtig ohne Boxhandschuhe, ohne Maulschutz oder was, glaube ich. Und so richtig gib in die Kante, in die Fresse. Immer rin in die Fresse. Ja, in Spanien und Mexiko, die haben da so ein Killer, Kampfsport da, ne? So. Und da machen die wohl echt Kohle mit. Ne? So. Ja, wie gesagt, Einkaufen ist fertig. Ich konnte nicht viel einstecken, in die Tasche tun, also einkaufen, besser gesagt. Ja, es ist einfach, ja, das Auto steht vor der Tür. So, Charlie, ich würde gerne mal hier so, was hältst du davon, wenn du mir mal, ja, weißt du, du drückst den zur Seite, er steht auf und geht so ein Stück nach vorne. Das nützt mir auch nichts. Da kann ich mir nichts verkaufen. So, ich muss jetzt hier noch ein bisschen Ordnung machen. Aber ihr könnt mich ja so ein bisschen begleiten. So, könnt ihr mich sehen in voller Schönheit. Ah, ja. Ach ja. Muss ich mal aufpassen hier. Hier ist schon wieder irgendwo ein Splitter. Da, wisst ihr? Ja, da darf ich nicht mit den Fingern so drüber, weil ich bin Bluter. Ja? Und ja, mehr künstlich. Ne? Also nicht mit von Natur oder so, sondern mehr künstlich durch Blutverdünner. Und man sollte dann, wenn ihr so ein Glas. So eine Schüssel oder so, oder ein Glas zum Saubermachen mit dem Schwamm müsst ihr immer aufpassen, weil ich gehe mit dem, ja, guck mal so, ne, mit der Hand so dann innen drin. Ja, dann habe ich den Schwamm so und dann fahre ich so da durch, ne. Ja, und dann ist das Problem, ja, dann hast du ruckzuck dann deiner, ja, ich glaube, die Ecke, hier dieser Winkel heißt Maus, ne. Kennt ihr den Begriff Maus? Was das jetzt mit Mäuse zu tun hat, weiß ich nicht. Ich erkenne da auch keine Maus drin. Na, ja, mein scharfes Messer. Nee, ich sollte nicht bluten, also das ist dann nicht so gut. Niki, seine Tasse. Ja, wenn ihr so ein schadhaftes Glas habt oder so, könnt ihr besser wegwerfen. Das ist besser, glaubt mir. So. Immer weg dann damit. Hat ja gar keinen Sinn. So, kann ich jetzt hier. Oh, ich kann ein bisschen freier stehen. Ja, wenn die Katzen da, ich störe die dann nicht. Katzen sollte man beim Fressen nicht stören. Ja, so irgendwie einen Nacken packen oder so. Auch das war von mir eigentlich auch damals mal so eine Idee. Wenn sie zu fressen haben, da sind sie abgelenkt. Und dann kann man denen schon mal ganz in Ruhe eine Pipette geben, ne? Also gegen Flöhe und das kriegen die mal regelmäßig. Dann gibt man denen eine Pipette. So, aber sobald die merken, dass da was Nasses im Nacken ist, ja, dann habe ich die Popokarte gezogen, dann gehen sie rennen und ich habe das Nachsehen. Dann kommen die erstmal vorläufig nicht mehr. Und dann sind die eingeschüchtert. Ja? Eingeschüchterte Katzen fressen, das gibt einen nervösen Katzenmagen. Ja, ist wirklich wahr. Also, ich meine, ich bin jetzt nicht überempfindlich, ja, aber man sollte vielleicht ein paar Sachen einfach nur beherzigen und schon ist gut. So, komm mal her. Oh. Ja, ich bin wieder so stark wie früher. Das hat sich ausgestärkt. Ausgestärkt. Ja, ich mache heute auch nur gesagt einfache Sachen. Ich glaube, ich tue da zwei Teilen den Film. Hier haben wir ja auch ein bisschen Zeit zum Quatschen. Ja, wie gesagt, es ist keine Kochsendung. Ne? Und dann, wenn er mich dabei spülen seht, ja, dann quatsche ich ihm. Ja, apropos Quatschen. Eigentlich brauchen wir wieder Themen. Ja, Thema Gründung.
Gottschalk hatten wir vorhin. Und wie gesagt, das ist ein Mensch, den brauche ich nicht. Ne? Also ich möchte garantieren, dass der mich nicht lieb hat und ich habe ihn nicht lieb. Ganz einfach. Nee, ich habe ihn nicht lieb und ich kann mit dem Menschen nichts anfangen. Ist mir zu reich. Haben alle viel zu viel Geld, wissen schon gar nicht mehr wohin damit. Keine Ahnung. Versuchen es mit Wein, mit allen möglichen. Ja, er hat auch Wein verkauft, ne? Den konnte er da bei Brutto oder was konnte er denn kriegen? Ja, und kann ich nicht verknusen. So was kommt mal. Ja, weißt du, du bist böse bestraft, wenn du schwarz arbeiten gehst. Ja, wenn du meinst, deine Familie nicht mehr gut genug ernähren zu können, ja, dann gehst du vielleicht deinen Hauptberuf. Und dein Hauptberuf ist jetzt Bäcker, Metzger, Schornsteinfeger. Weiß ich nicht, was gibt es da noch? Ach, Bergmann gibt es ja, aber im Salzbergbau vielleicht noch. Ja, oder du bist jetzt einfach nur irgendein Mensch, Arbeiter. Ja, und dann möchtest du vielleicht noch ein bisschen, weil die Kinder nicht, oder du machst dir Sorgen, die haben keine Klamotten anzuziehen richtig. Ja, die Schule fordert Bücher und dies und das und jenes. Ja, und du kommst mit der Kohle nicht klar, weil du zu wenig verdienst. Ja, ja. Und dann gehst du schwarz arbeiten. Ja, und so ein Typ da, so ein Gottschalk, der hat dann so viele Jobs nebenher. Nee. Ich bin da, ich tut mir leid. Aber auch die Politiker. Oh, die Politiker. Ja, ich möchte gar nicht wissen, was die da so regelmäßig in die Tasche gesteckt bekommen. Ja, wenn sie da so mal so irgend so eine Brücke da oder so, ne? Nicht sprengen. Nein, wenn sie so eine Brücke so einweichen, einweichen mit so einem mit der Schere, so, oder ich schneide jetzt hier dieses Band durch. Boah, ja. Oder haben, wie sagt man, Namen, ja, so irgendwie so ein, da ist so ein, wie nennt man das nochmal? Ah, keine Ahnung. Auf jeden Fall, werden die dann so geehrt und Ehrenmitglied, so heißt es. Ehrenmitglieder. Ja, dann bist du Ehrenmitglied und was hast du dann davon? Ja, die kriegen mit Sicherheit nicht. Das machen die nicht umsonst. Glaub mal ja nicht. Nur damit sie mal vor dem Fotoapparat, vor der Presse stehen können. Dann interessiert unsere Politiker doch sowieso schon auch nicht mehr. Die haben doch woanders Kohle zu holen. Ja, oder versuch du doch mal dem Flugzeug da zu fliegen. Setz dich mal da rein und sag, jo, Mallorca. Mach, Captain, ich will nach Mallorca. Und mir doch ein Glas Sekt. Ach nee, jetzt kann ich ja nicht nur so diese Spülwasser-Schaumwein, sondern Champagner. Ne? Oder so. Weißt du, was ich meine? Mein und dein Geld, sage ich dazu nur. Ist ja oft genug passiert, ne? Dann interessiert den aber auch nicht. Ja, dann machen die mal so ein paar Rundflüge mit einem Hubschrauber, also. Ja, alte Kamellen. Aber wieso wird der immer noch gemacht? Das machen die immer noch. Ja, da geht doch kein Weg dran vorbei. Warum sollen sie das denn nicht machen? Das steht denen noch zu. Ja, das steht denen zu. Ach so. Am Arsch steht denen dazu. Entschuldigung. Ja, danke. Das ist meins. Geht mal da weg. Das hörte sich auch nicht an wie Leckerchen. Boah, Katzen, ne? Katzen. Habe ich sofort eine Katze da. Über dem Fressnapf da. Ja.
Nee, das ist für mich, ist das, Ja, das ist, weiß ich nicht. Ich hab auch gar keine Ahnung, wie sich das jetzt nennt, aber nicht so, wie ich denke. Ja, aber auf jeden Fall, so manchmal finde ich das ungerecht verteilt. Sehr ungerecht. Ja, ich bin kein so ein Finanzmensch. Ja, mir ist halt wichtig, dass ich immer mal ausmachen. Mir ist halt immer wichtig, dass man Kohle hat. Ja, oh, Waschmaschine ist kaputt, neue kaufen. Ja, ich gehe schon immer hin hier in der Ecke, ein Stück weiter. In Förde ist so ein Waschmaschinen, also Weißgeräte, sagt man ja, Kühlschrank, Ofen, Waschmaschinen, Trockner. Ja, das kriegst du alles da. Und Waschmaschinen kriegst du da wunderbar zum ganz guten Kurs für ganz wenig Geld. Ne? Gebraucht. Ne? Ich habe mir zum Beispiel mal eine Maschine gekauft. Ja, die ist nach ein Jahr, glaube ich, und da war, nee, Quatsch, ein Jahr Garantie ist doch ungefähr nach die Hälfte ist mir die kaputt gegangen oder ich wollte auf einmal nicht mehr. Und da habe ich dann, weil da ja auch noch sogar bei Gebrauchtgeräte Garantie drauf ist, ein Jahr geben die, kam ein Monteur vorbei, der hat mich nicht mitgenommen und teuer repariert und so. Nö, aufgemacht. Ah, ich weiß schon, was das ist. Alles klar. 20 Cent oder 20 Pfennig Produkt oder was das damals war, ne? Ich sag, ja, okay. Ja, Kohlestift, da war Kohlestift im Motor irgendwie, ne? Ja, und dann war gut. Dann lief die wieder. Und glaub mir, ich habe die bestimmt 8, 9 Jahre insgesamt noch gebraucht. Also für mich benutzt. Ich mache dann einmal so eine Desinfektionsspülung. Ja, weil das ist ja auch fies, ne, wenn man da ja seine Wäsche in die Gülle von, ja, die werden aber auch so da sauber gemacht, ne? Nicht, dass euch da jetzt irgendwas denkt oder so. Die werden auch in der Firma schön sauber gemacht, rund erneuert. Ja, wenn da Keilriemen oder so vielleicht, ja, dann machen die dann alles wieder frisch und neu. Ja, und dann habe ich dafür bezahlt, ja, 250 €, 200 €, je nachdem. Und das ist eine Mi, ja, ihr wisst Bescheid, ne? Mini, mini, sprach die Tante, die alle Waschmaschinen kannte. Ja, das Dingen schaffst du, also ich sowieso nicht mehr. Niki, der ist noch so, der muss halt ein bisschen aufpassen mit Asthma. So, aber Leute, glaub mir, die ist so scheiße schwer. Ey. Und die Jungs, die müssen die dann ja vom LKW hier rein, jetzt hier durch die Tür runter in den Keller, ja, und dann von Keller ja noch weiter, noch bis da in dieser Ecke da drüben, ja, unten. So, da ist die Haustür und da unten ist der Ke muss runter, Keller, die Maschine hin. Boah, ey. Und das machen die, ja, vor allen Dingen, das sind alles alte Holztreppen hier. So klapprige Dinger. Ja? Ey, da habe ich manchmal so Panik, ne? Also. Ja, dann, und dann mit zwei Mann, ne? Einer vorne, einer hinten. Und dann sind die da am Runterwuchten. Also, boah. Ja, dass das Ding noch nicht, also die Treppe noch nicht, also ne, den Geist aufgegeben hat, das wundert mich. Was ist denn das jetzt hier? Da ist doch nichts angebrannt. Ja, dann werde ich dieses Jahr wieder keine selbstgemachten Kekse haben. Scheibenkleister. Ne, so ab und zu mal wenigstens so ein lecker Kekschen mit Butter oder so, Butteraromen. Ja, es gibt so ein tolles Aroma. Da ist Butter und Vanille. Ja, einfach diese kleinen Fläschchen, ne? Oh, herrlich. Das ist ein schönes. Also das finde ich ein richtig schön. Auch der Geruch, ne? Das riecht richtig gut nach Butter. Ich glaube, da ist auch noch so Butter drin.
warum mache ich denn das jetzt zuerst? Das ist ja auch noch was. Ich muss jetzt hier aufpassen, das wackelt hier so, weißt du? Ich hab hier so eine Rührschüssel, ne, guck mal. Ja, und die hat keinen Fuß, ne? Und die ist jetzt voll mit Wasser. Nicht voll, aber halb voll, ne? So, und jetzt habe ich natürlich immer Panik, dass sie mir irgendwann so runtereiert, ne? Kennt ihr das, wenn so ein Ei so am Tisch so angeschubst wird, dann oh, da kommt Freude auf und die Mutter der Porzellankiste wird ganz nervös. Ja, Niki schläft noch, ist auch gut so. So, oder wie spät haben wir das denn? 18 Uhr erst, mein Gott, ne? Ja, er ist ja in Krefeld, ne? Krefeld ist das da. Ist das Krefeld? Ja, Krefeld. Und da muss er schon morgens um 4 Uhr raus. Morgen haben wir einen Schock gekriegt. Also wir sind jetzt hier anderthalb, zwei Tage zurück, ne? Also nicht, dass ihr euch wundert da, ne? Also da hat er heute Morgen geschneit, ne? Erste Mal wieder seit langem. Ja, im Sommer war ja nicht so viel Schnee, ne? Da war so ruhig, ne? Also im Sommer war wenig Schnee. Ne? So. Ja, ich muss immer gucken, wann Küken kommt. Wir machen dann so Männeressen, ne? Also Leber, Fisch, schon mal des Öfteren oder einfach eine Frikadelle oder so, Pommes. Ja, das ist so Männeressen, ne? Und wenn Küken dann da ist, dann machen wir so ganz Liebesessen, so kaum gewürzt, ne? Und wenig Salz dran. Und Fisch schon mal gar nicht, ne? Kann ich gar nicht verstehen. Ich liebe Fisch, ne? Oh, Fisch in allen Varianten. So alles, was so aus dem Meer kommt. Außer Austern. Also Austern, Leute, da weigere ich mich. Ja, das ist bäh. Aber so Muscheln. Wenn es gekocht ist, Muscheln und so. Ja, vielleicht schmecken auch gekochte Austern ganz gut. Aber das weiß ich leider nicht. Weil, wie gesagt, da komme ich nicht so dran. Ich bin da, wie gesagt, kein richtiger Fan, nur so ein halber. So, kriege ich die Pfanne da vielleicht noch? Was habe ich denn dann? Ach, ich habe auch noch Tassen. Ja, ich habe die Tassen ausgetauscht. Ja, guck mal hier, schöne Weihnachtspötte. Gut, ne? Ja, ich habe da noch mehr von. Und die ist auch schön, ne? Guck mal da. Ein blauer Weihnachtsmann. Und hier so ein dicken Schneemann mit Möhre im Gesicht, mit Karotte, das sind dieselben, das ist auch wieder der blaue und der ist auch so, ja, da kann man schön Glühwein drin machen oder abends, oh, abends eine warme Milch, ne, weil ich da schon wieder eine Spinne im Haar, so abends so eine warme Milch, ne, oh, ich liebe warme Milch, ne, ja, andere sagen, ihh, pfui, warme Milch, Quatsch, lecker. Das ist gut. Ja, und wenn du was Warmes im Bauch hast, du kannst natürlich auch abends Kaffee trinken. Es geht um das Warme im Bauch. Ja, der Koffein, der wirkt erst so eine Stunde später. Ne? Also wenn ich jetzt Kaffee trinke und ich weiß, ich gehe in 5 Minuten im Bett, wirkt Wunder. Kannst wunderbar schlafen. Ja? Also du musst jetzt keinen Power-Kaffee da inhalieren. Da muss schon aufpassen, ist klar, sicher. Ja, also kann ja sein, dass du empfindlich bist, ne? Ah, oh, die ist auch schön. Also die ist ja wirklich schön. So ein Grün, ja? So ein, das könnt ihr jetzt nicht so gut erkennen. So ein Grün ist das. Und da ist der Schneemann da so vorne drauf. Ja, ich bin ja auch so ein absoluter Romantiker, ne? Ja, viele können halt gar nicht verstehen, dass ich so ein romantischer Kerl bin. Abends mache ich mir mal irgendwie eine Kerze an oder
die Kerze soll mich an irgendwas erinnern. Oder ja, eine Kerze ist vielleicht für einen Verstorbenen oder so. Ne? Das mache ich einfach so, jeden Tag bald. Ne? Und ich nehme dann immer so die Teelichter, die halten dann so 3,5 Stunden circa. Und ja, das ist immer so ein bisschen Erinnerung. Genauso auch so, ja, so ein Schneemann. Da hast du einen schönen Schneemann draußen im Garten stehen. Ja, und dann kommt der Frühling irgendwann, ne? Ja. Ja, das stimmt mich dann immer wieder ein bisschen traurig. Aber ich weiß, der Schneemann, der kommt jetzt ja nächstes Jahr wieder. Ja, man muss ihn halt nur wieder suchen, ne? Und zusammenrollen. Huch. Mann, Schüssel. Ja, da muss man den erstmal wieder suchen. Kugeln draus rollen. Ja, ist jetzt sauber geworden. Ja, manchmal ist da was im Porzellan. Das ist eine Verunreinigung in dem Material. Ne, das ist kein Dreck. Das ist, wie ich sagte, so eine Verunreinigung. So, guck. Ja, ist gespült. Das kann ich so und dann kann ich das jetzt hier reinstellen. Ah, ein bisschen voll machen noch. Ja. Ach ja, so ist es. Nee, so, was haben wir denn noch für ein Thema? Ja, manchmal fällt mir das auch gar nicht so ein, dann bin ich so ein bisschen konfus. Ja, das ist nichts Böses, ne? Oder ein Schlimmes, sage ich mal besser gesagt. So, dann hat das einfach so, dann ist man reizüberflutet, ne? Einkaufen. Habt ihr auch schon mal so eine Reizüberflutung gehabt im Laden? Das war mal so doll. Nicht nur das Lied Last Christmas am Bingelingling. Nicht nur das. Ja, da war auch noch schlimmer. Das war laut. So was von laut. Das hat mir so in den Ohren gedröhnt. Ja, dann diese Durchsage. Kaufen Sie heute noch Knicki Knacki Nabalsacki. Ja, heute im Angebot zu 100 Gramm 98,75. Ja, kaufen Sie, schlagen Sie heute zu. Ey, Leute, das war so was von laut. Ja, und dann kam wieder Last Christmas. Ich bin aggressiv geworden. Ja, ich habe damals mit Niki habe ich rumgemeckert wegen dem Krach in den Ohren. Ich bin an der Info gesagt, ich sag, wenn ihr jetzt nicht gleich sofort das Ding leiser macht, ja, diese scheiß übertrieben laute Scheiße da. Ich sag, ich lass meinen Einkaufswagen da irgendwo da hinten stehen in der Prärie und jau ab hier. Ich sag, ich kann ihn nicht mehr aushalten. Oh. Ich war so aggressiv. Ja, ich meine, okay, das Mädchen an der Info oder die Dame an der Info, die konnte ja nichts dafür. Weil ich weiß nicht, ob sie das einstellt. Doch, sie hat das eingestellt. Ja, die hatte nämlich da nur ein Schränkchen aufgemacht und zack, bumm. Da hatte ich so, oh ja, jetzt ist angenehm. Ne? Ja. Ja, was soll ich denn mit so einem Krach an den Ohren? Ja, ich verlasse. Ja, guck mal, du hast Brötchen sind fertig. Piep, piep, piep. Ja, Brötchen sind fertig. Dann geht hinten vom Lager die Tür auf. Ja, und dann, also der Backautomat, ne? Der macht ja dann, ich bin fertig, macht ja auch piep, piep, ne? So, dann eine Kasse. Piep, 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 piep. Ja? Erst die Klimaanlage. Die Neonröhren, Leute, glaubt mir das, ja? Es hat sich herausgestellt, dass wenn ihr im Büro arbeitet, wo nur Neonröhren sind, dass ihr irgendwann einen kleinen Dachschaden habt. Ja, nee, ist wirklich wahr. Die machen ein Geräusch, die brummen. Ja, du nimmst das nicht wahr. Das ist so wie, wenn Elefanten sich unterhalten. So diese, wie heißt der Ton nochmal? Ja, so,
Ultraschall, nicht Ultraschall, sondern das Gegenteil von Ultraschall, ne? So. Was ist das Gegenteil von Ultraschall? Naja, ist egal, auf jeden Fall. So ein Brummen hast du dann, ja, und das Licht, und du kriegst eine Mütze im Auge, ne? Ja, das Licht, das startet innerhalb einer Sekunde, weiß ich nicht, paar tausend Mal, ja, das merkt ihr spätestens dann, wenn ein so eine Röhre mal kaputt ist oder so ein Starter kaputt ist, ja, und er macht bing, 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 bing. Das ist so, da ist die nämlich kaputt und kann dann nicht mehr so zigfach in einer Sekunde, ja, immer starten. Ja, das sind alles Geräusche. Und da hast du die ganzen Menschen da rumlaufen. Scheiße, ich bin nicht hier. Ja, aber ich muss ja doch haben. Bier, Bier, ich will Bier, muss Bier hier. Ja, weißt du, hast du die ganzen Geräusche da, die Menschenschrei und dann kommt noch so ein Kind rein. Ich will haben, ich will haben. Schmeißt dich dann vor Wut auf den Boden, ja. Ja, liegen lassen, sage ich immer. Ja, aber weißt du, dann, boah, was ist doch so ein Einkaufsladen noch ekelig, oder? So, und jetzt erinnere dich mal an eine Tante Emma. Ja, heute ist es ja Onkel Ali, ne? Ja, erinnere dich mal an Tante Emma oder eben, wie gesagt, heute an Onkel Ali. Was ist das doch schön, ne? Da kommst du rein, dann hörst du nur so, bing, die Kasse. Eine halbe Stunde später, nochmal die Kasse. Ja, verstehst du? Ja, dann hörst du vielleicht nur so den Wurm im frischen Obst arbeiten. Aber total ruhig. Schön, oh, Tante Emma Läden. Oder, ja, und hast dich sogar gefreut, wenn dann Frau Weihrauch, ja, und Frau Tante Gänseschmalz in den Laden kamen, ne? Und dann die Tante Emma dann ein bisschen angefangen hat zu quatschen. Ja, verstehst du? Da war ein bisschen die Ruhe, diese nervige Ruhe, wo du zu viel Ruhe hattest wieder, ja. War ein bisschen ausgeglichen, ja, die hatten ein Gesprächsthema, die haben sich unterhalten über, oh, hat hier wieder schöne Geranien am Fenster. Finde ich mal ganz toll, ne? Ja, lecker Geranien. Ach ja, Leute. Ja, muss hier mal gerade hier ein Handtuch hinhängen. Warum kriege ich das nicht über den Haken? Mein Gott. Ja, ich mache heute so, ich versuch's mal. Ja, so überbackene. Ach, ich wollte da nicht Zwiebeln haben, habe ich Zwiebeln. Aber weißt du was, das mache ich auch nicht. Ich mache heute Curry-Frikadellen. Weißt du, so, boah, so manchmal, ne? Also manchmal, da könnte ich alles so verfluchen. Ja, da hast du nix, du gar nix Lust. Ja, dann kommt man gerade mal so, weil ich euch so lieb hab, ja, quatsche ich mit euch, ne? Ich will euch ja nicht so ganz alleine stehen lassen. Guck gerade mal, ja, hier ist noch was drin. Pepperonis, hier ist auch noch. Ja, guck mal hier. Ja, ich habe dann überall immer so Reste. Ja, da ist noch so ein Schluck drin. Und hier ist jetzt auch noch ein bisschen. Da mache ich eine geile Currysoße draus. Ja, so Reste. Ja, einfach hier, wenn du das ausgeschüttet hast oder im Pott gekippt hast, gehst du einfach hin, einen Schluck Wasser dran, musst du sowieso machen. Und dann schüttel, gib ihm die Kante und dann ab auch in den Pott rein. Ne? Ach ja. So, Leute. Ich weiß nicht, das dürfte eine Stunde an, ja, Stunde 15, 20 Minuten sein. Ich sehe das jetzt nicht, ich sehe immer nur vom.